und damit herzlich willkommen zum dritten YPL-Spieltag der vierten Season in der wir sind in der Sword League. Wir kämpfen gegen meinen Rivalen, Dirty Boy, und mit seinem Team SOS Affenalarm. Ich habe gar keinen Bock. Ich weiß jetzt schon, ich werde verlieren. Da ist ein scheiß Urshifu. Und ich habe keine Chance, dagegen anzukommen. Sind wir mal Butter bei der Fische. Keine Ahnung, wie ich das machen soll. Aber ich stelle euch jetzt erstmal sein Team vor. By the way, ihr seht gerade mein PU-Team. Lol. Ich stelle euch einmal sein Team vor. Wir haben im X-Tier Urshifu, Focus. Im S haben wir Gortrom und Heatran. Im A haben wir Grifeldis und Nidoking. Im B Aquana, Bundlebee und Monagoras. Im C Amigento Geist und Alola Raichu. Und im D haben wir Pipi. Ich hasse das Matchup 100%. Keine Ahnung. Es ist zum Kotzen. Ich weiß nicht, was ihr gegen tun soll. Aber okay. Kommen wir zu meinem Team. Wir haben Ramsey Bolton, unser Surfit mit dem Choice Guff und Scrappy. Close Combat, First Impression, Poison Jab und Meteor Assault. Einfach Meteor Assault. Fall den Fall der Fälle, dass wir halt einen Kill brauchen, noch irgendwie, um keinen 6-0 zu bekommen. Dann böllern wir einfach den raus und dann stirbt schon irgendwas. So, dann haben wir Staraptor mit dem Sharpbeak und Reckless, damit der Brave Bird geboostet ist. Mehr Sinn hat das nicht und Tailwind halt. Wir brauchen nur Close Combat und Brave Bird, um sein Team gut zu hitten. Und U-Turn für das Alola Raichu. Dann haben wir Mega Absol, unser Darth Vader mit Justified vorher als Fähigkeit. Mit Player of Stone Edge, Night Slash und Iron Tail, komplett physisch offensiv. Ferrothorn, unsere Mother Brain mit der Choppleberry, Iron Buffs, Body Press, Staff Rocks, Toxic und Gyro Ball, komplett für Staff. Biff 10, unser Seismoturm mit der AV und Poison Touch mit Drain Punch, Earthquake, Ice Punch und Power Whip. So investiert, dass ich ein Bandit Wicked Blow von Urshifu tanken kann. Nach Rocks. Und wir haben Heavy Duty Bucera Aura für den Fall, dass er die Webs rauslegt, dass wir da keinen Init-Drop bekommen und trotzdem schneller sind als ein ganzes Team. Mit Plasma Fist, Knockoff, Playoff und Close Combat. Komplett physisch offensiv. Schneller als Bundlebee. So. Ich werde Dirty jetzt einladen. Dirty Boy 07. Voila. 0708. Challengen. National Decks, Anything Goes und YPL Dirty. Gehen wir rein in die Bücher. Gehen wir rein. Ich habe absolut keinen Bock auf diesen Kampf. Aber for real, ich werde einfach verlieren. So, keine Ahnung, was ich hier tun soll. Also, real rap, ich werde hier verlieren. Was soll ich anderes sagen? Ich habe Giratina nicht mehr mit, weil da ist ein Urshifu. Da ist ein Grifeldis, an dem ich auch nicht so gut vorbeikomme. Und ein Pipi, was mir auch Probleme machen könnte, potenziell. Ah, ich hasse dieses Matchup. Aber sowas von. Ich sehe auch irgendwie Monagoras gegen mich mitkommen mit Scarf oder so. I don't know. Das wäre fein. Ich trinke jetzt nochmal schnell einen Schluck. So. Ich bin bereit. Eigentlich nicht. Also ich bin bereit zu verlieren. Ich bin wirklich nicht mad, wenn ich hier verliere. Also real rap. Ich wäre nicht mad. Wahrscheinlich. Kommt drauf an, wie ich verliere. Moin. Moin Meister. Moin. Okay. Er hat dabei. Urshifu war klar. Gortrom. Okay. Heatran war klar. Grifeldis war klar. Nidoking. Kein Aquana, kein... Und Bundlebee. Okay. Kein Pipi. Nice. ja, same. Ich habe halt mit Gortrom nicht so wirklich gerechnet. Den Rest habe ich aber gesehen. Und das Mon, wo ich am unsichtsten war für meine Nummer 7. Okay. Alright. Ich würde sagen, will ich First Turn mit Staraptor leaden? Ah, nevermind, es wird doch ein Mon. Okay. Staraptor und dann einfach U-Turn. Ich weiß es noch nicht.
tendiere gerade zu Staraptor und einfach zu U-Turn. Okay, machen wir das. Heatran. Heatran. Soll es sein. Staraptor gegen Heatran. Brauch ein anderes Heatran. Oh, yo, Offensive, sagen wir mal. Magma Storm killt mich halt nicht, wenn der. Good luck, never mind. Oh. YouTube. Ist der Scarf? Kann der Scarf gegen mich spielen? I don't know. Potenziell, ja. Würde ich auch sehen. Was ist, wenn er mich jetzt aber blamed? Warte, wie viel macht mir Eruption? Eruption. Ja, der killt mich dann halt. Wenn ich aber jetzt in Toad gehe, macht Eruption halt gar nichts. So, wir gehen Toad einfach. Ich riskiere jetzt keinen Scheiß. Er ist kein Scarf. Na gut. Ich hätte jetzt, to be honest, ein bisschen gerne Dings hier. Wie heißt das? Schutzschild. Ich würde gerne irgendwie einmal protecten. Protecten sag ich schon. Der ist halt relativ safe, dass ich jetzt mit U-Turn hier ankommen würde. Was wäre denn sein Switchen in den EQ? Gortrom. Eindeutig Gortrom. Und Gortrom mache ich wahrscheinlich auch nicht so viel. Wie heißt er nochmal auf Englisch? Rillaboom. Rillaboom. Ja, Ice Punch macht ihm halt nichts. Ich könnte überlegen zu doublen in Staraptor. Oder in Pharaoh. Ich weiß es nicht. Ich bin so fucked up, was diesen Kampf angeht. Ich gehe auf Ice Punch und predicte das Gortrom. Danke. Immerhin ein Prediction mal richtig. So, zack. Chip ist Chip, Red Rocky Helmet. Lol. Unexpected. Unexpected. Wir gehen Pharaoh. So, soll er doch U-Turn. Noch mehr Chip Damage. Bam, bam, bam. Ja, schon, ich hab Chopperberry. Never mind. Easy. Ja, er crittet mich. Das ist unlucky. Das ist unlucky. Oh, okay. So, ich habe keine Ahnung. For real. Ich bin ein bisschen verzweifelt bei dem Kampf. Also auch schon beim Teambuilding bin ich schon hart verzweifelt. Okay, ich hoffe ein bisschen, er geht in Urshifu. Weil ich lebe halt den Close Combat. Ja. Schwierige Nummer. Bitte geh nicht in Heatran. Oh, Nidoking wäre noch schlimmer, glaube ich. Ah! Ich glaube, Nidoking würde ich noch schlimmer finden, actually. Oh, shit. Nidoking darf echt nicht reinkommen. Okay, er ist Helmet Rillaboom. Interessant. Interessant. Mein Herz schlägt so schnell, ich bin so aufgeregt. Ich bin so nervös. Okay, ganz ruhig bleiben. Ganz ruhig, es ist nur Dirty. Dirty hat genauso viel Angst vor dem Kampf wie ich. Weil Dirty ist Hass, gegen mich zu spielen. Das ist meine einzige Wincon. Okay, da kommt Heatran. Heatran. Wir gehen wieder in Toad. Oh, Samus, besiege das Mother. Nicer Nickname. Nicer Nickname. Gönn ich. Ich gönn. Okay. Alright, okay. Gehen wir auf EQ jetzt.
Doublen wir einfach direkt wie ein Pharaoh. Ich glaube, ich double direkt in Pharaoh. Ja, ich double direkt in Pharaoh. In meinen Benz. Jetzt habe ich einen Ohrwurm. Tut mir leid. Ich double in fucking Pharaoh jetzt, Alter. In den scheiß Heat schon rein, was gerade auf Lavaplume gegangen ist. Ganz kritisch wäre jetzt halt auch Nidoking. Mit Nidoking hätte ich jetzt auch ein Problem. Oh, shit. Ribombi. Okay, der ist fein. Luke Skywalker. Okay, er hat ein Anti-Naming-Theme gemacht. Also er hat mein Naming-Theme gecountert. Okay, nice. Feier ich irgendwie. Ich glaube, ich hole jetzt die Rocks raus. Okay, da kommen die Webs. Hier sind meine Rocks. Ich habe keinen Defog dabei, oder? Nee, habe ich nicht. Schade. Okay. Aber zwei meiner Mons juckt das zumindest nicht. Ich jetzt auf Body Press. Okay, Batten Pass. Das ist nice. Den nehme ich actually Mandibus. Den nehme ich nicht so gerne. Okay. Den toxen wir. Ist mir scheißegal. Okay, der hat Heat Wave, auf die lebe ich. Burn? Scheißegal. So. Den haben wir getoxt. Ich geh nochmal auf Body Press. Wenn er roostet, dann mache ich halt ein bisschen mehr Damage. Ich Body Press den halt jetzt bis in den Tod. Ist mir scheißegal. Der hat auch Boots. Full Play. Ja, ist scheißegal. Krieg nochmal Iron Bubs Damage. Body Press. Bam. Toxic. Zack. Puh. Okay, er drückt Heatwave. Er lässt sich tatsächlich ziemlich low hauen vom Toxic. Das finde ich nice. Gehe ich jetzt in Aura und verrate schon meine Boots. Könnte ich. Ich bin halt jetzt mit allem langsamer, so, ne? Der Raptor kriegt zu viel Damage. Ich muss in Aura gehen. So. Und ich drücke jetzt einmal Knockoff. Für den Fall, dass er tatsächlich jetzt einfach so greedy ist und einen scheiß Nidoking switcht. So, nicht der Raptor, was mache ich hier? Seraora. Close Combat. Gegen Mandibus. Mandibus. Oh, you defend. Warte, ich habe den doch schon Damage gemacht. Ich habe dem 23% gemacht, bevor ich geburnt war. Ferroform. Oh, der ist gar nicht so physisch defensiv investiert. Vielleicht sogar, nee, der ist gar nicht physisch defensiv investiert. Okay, das heißt, der ist speziell. Wenn ich jetzt wieder in Aura gehe und sage, ich drücke einfach Knockoff, killt der nicht. Scheiße. Ich habe keinen Bock, halt jetzt ein Fullplay zu fressen. Oh, ich leck mich doch am Arsch, Alter. Ah. Drücke ich Play Rough. Und bin danach bereit, Absol zu sacken. Ich glaube, ja. Okay, alles gut. Er bleibt drin. Ist alles fein. Scheiße. Okay, kein 6-0. Kein 6-0. Ich aktiviere das Siege von... Dies ist nun ein Schattenduell. Bitte was? Okay, Dirty. Da kommt Nidoking. Ein Mon, vor dem ich das meiste Problem habe. Ich glaube, ich sack einfach Absol an der Stelle. Der bringt mir literally gar nichts mehr. Weg mit dem. Tschüss einfach. Stirb. Ich kann Staraptor jetzt gehen.
Ich glaube einmal. The Raptor gegen Nidoking. Bravebird killt den halt. Was ist mit Heatran? Heatran. Bravebird into CC killt den. Dann drücke ich Bravebird einfach straight up. Da kommt Heatran. Zack. Bravebird. Er hat 63% noch. Wie viel habe ich gemacht? 25, ne? Ah ne, der ist zu defensiv. Das heißt aber, ich kann jetzt einfach auf U-Turn gehen. Und in Seismitoad gehen. Scheiß auf den Innerdrop. Toxic. Ist fein. Denke ich. Geh jetzt einfach mal auf den EQ. I guess, ja. Komm. Ich trau mich nicht. Drück wieder Ice Punch. Ich trau mich hier gar nichts. Ja, Rebombi. Ist fein. Bam. So, wir sind AV. Und juckt hier gar nichts. Aber ich juck den halt auch nicht. Ja, was machen wir eigentlich jetzt gegen den? Shit, der hat Roost. Okay, ich gehe für den Freeze. 16% macht nichts. Zack, Ice Punch, Crit. Nice, Freeze. Schade. War's fein. Der ist auf einer guten Range. Zeraora gegen Rebombi. Plasma fürs Killen den halt. Knockoff killt den nicht. Play Rough killt den. Ich glaube, das ist jetzt meine Time to Shine, um einmal auf einen Knockoff zu gehen. Und Nidoking jetzt einfach zu predicten. Nein, er bleibt drin. Ich weine. Er bleibt einfach drin. Ah, okay. Dann können wir jetzt aber nochmal auf Knockoff gehen. So. Schwierig. Ich glaube, als nächstes Sacky Surfaged. Der sieht leider auch nicht mal so geil aus. Obwohl, da kann er noch ganz geil sein gegen Rillaboom. Wenn ich irgendwie den Tailwind noch rausbekomme. Der Tailwind könnte das jetzt mir noch machen. Aber den will ich eigentlich noch nicht haben. Wenn ich ehrlich bin. So, Staraptor kriegt, macht halt auch nicht mehr viel mit. Okay. Wir haben 2 Kills gemacht. Wir haben 2 Kills. Es liegen Rocks und Webs. Keine geile Kombi, wenn ich ehrlich bin. Ich hätte gern jetzt doch CC gedrückt gegen das Heatran, weil dann wäre halt Starab jetzt nur getoxt, in Anführungszeichen. Dann wäre ich schon eher fein gewesen. Ja, okay. Ist in Ordnung. So. Schon wieder unnötig Chip gefressen, weil ich mich nicht traue, auf Plasma-Fist zu gehen, solange dieses Kack-Nidoking da ist. Ich hasse alles, da kommt es auch. So. Was mache ich jetzt? Nidoking nimmt mich doch einfach jetzt auseinander, oder? Nidoking. Oh, you Wallbreaker. Ja, Earthpower nimmt mich ja dreimal aus dem Leben, gefühlt. Aber ich mach dem halt mit Knock echt geilen Schaden. Und dann habe ich halt. Bin ich halt arschlangsam. Das darf ich halt nicht vergessen. Aber ich habe eine Idee. Ich habe gerade eine Idee, die mir vielleicht das Genick brechen wird, aber auch funktionieren könnte. Ich knock den jetzt. Okay, er ist Scarf. Oh, der ist Scarf. Das heißt, ich gehe jetzt in Staraptor, drücke den Tailwind
Heechun kommt rein, scheißegal. Scheiß auf Heechun. Tailwind. CC. Bam, der ist tot. Der ist nicht tot. Puh, zum Glück haben wir das vorhin nicht getraut. Aber da ist jetzt dieses Nidoking. Ja, ich gewinne das nicht mehr. Ich gewinne das nicht mehr. Wir drücken jetzt einfach nochmal ein paar Mal Close Combat. Schauen noch, was wir wegbekommen. Schade, der hat genau auf dem falschen Mon jetzt die Choppelberry gehabt. Ärgerlich. Aber da weiß er noch nicht, dass wir Scarf sind. Das könnte halt auch noch nice sein, potenziell. Ja, das könnte noch nice sein. Also einen Kill können wir uns vielleicht noch claimen. Ein Kill ist vielleicht noch geclaimed. Urshifu oder Rillaboom würden wir halt killen. Nidoking nicht. Ich glaube, die beiden würden wir killen. Und ich würde so gerne Urshifu killen, wenn ich ehrlich bin. Okay, eine Runde Tailwind habe ich noch. Da kommt Nidoking natürlich jetzt rein. Der ist obviously auch schneller als ich. Ist er nicht, aber ich kill ihn nicht. Aber ich critte immer noch mal. Okay, dann GG. Wir verlieren 3-0 gegen Dirty. Es war irgendwie zu erwarten. Es war zu erwarten, dass ich verliere. Also, mit 3-0 bin ich einigermaßen noch glimpflich tatsächlich davon gekommen. Bin ich doch ein bisschen zufrieden noch. Ich hätte gerne den Kill mitgenommen. Aber, ja. I don't know. Bin gleich da. Ja, ist unlucky gelaufen. Wir sind trotzdem schneller gewesen, was ich cool fand. Dank dem Tailwind. Aber ja, na gut. Wir verlieren den dritten Kampf leider 3-0. Mir war klar, dass ich den Spieltag verlieren werde. Und das tatsächlich, obwohl Urshifu nicht mehr da war. Ja, Urshifu hätte ich tatsächlich, glaube ich, auch gekillt, je nach Set. Also er war halt nicht Scarf damit, sondern Scarf mit Nidoking. Egal, so. Ich würde an der Stelle was sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne positiv Wert und da schreibt in die Kommentare, wie ihr das Video fandet. Und ich würde sagen, Leute, reinschauen. Bis zum nächsten Video. Goodbye.